So, herzlich willkommen zurück zur letzten Episode oder zur letzten Map von Ultimate Doom. Ab morgen geht's ja mit Doom CG los. Yay! Ja, in dem Sinne, herzlich willkommen zu Episode 4, Map 8 von Call of Doom Ultimate Sigil. Ne, Sigil Ultimate. Ultimate Sigil? Ist auch egal. So. Ja, gleich am Anfang werden wir von zwei schönen Imps geimpft. Wir gehen einfach mal direkt die Treppe runter. So ungefähr. Hier war auch ein Secret. Ich weiß nur nicht mehr, was man dafür machen muss. Auf jeden Fall kann man hier schon mal Munition. Sehr schön. La Munition, keine Schaden. Ich weiß noch die eine Map von Extermination Day, wo da die, ne, diese, ja, nicht Leichen, sondern die Typen, die noch gelebt haben, die erst die Zeit in den Kerkern da rum waren und die ganze Zeit so geschrien haben. Ach, das war geil. Ah, so ging das. Was auch immer ich gerade gemacht habe, wahrscheinlich als ich gegen die Wand gerade gedrückt habe. Okay, gegen Laufen bringt nichts. Drücken bringt auch nichts. Hä? Ach, hier rauflaufen. Lol. Ah. Hier gegen diese imaginäre Wand quasi klicken. Dann geht das Ding auf. Ja, lol. Da kommt doch so eine scheiß Idee. So, na gut, dann gehen wir mal hier runter und die werden wir auch direkt wieder von irgendwelchen Viechern begrüßt. Natürlich schön, dass die uns erreichen können, bevor wir die erreichen. Klappe zu. Boah, Alter, wie viele! Okay, ich lasse am besten immer erstmal hochkommen. So. Kann man die quasi direkt abarbeiten. Ich habe dich erwartet, mein Freund. Kommt jetzt bald mal oder was? Oder kommen die hier nicht lang? Es ist für die wieder gesperrtes Gebiet. Worauf feiert jetzt hier? Komm hier vor wie auf dem Kindergeburtstag. Was ist los? What the fuck? So. Sieht doch schon mal gar nicht mal so schlecht aus hier. Oh, oh. Wo kommt der jetzt gerade her? Teleportieren die sich hier rein oder habe ich die gerade einfach nur übersehen? Waren das nicht gerade zwei oder habe ich gerade beide erwischt mit einmal? Die locken die immer alle an hier. So. Dann gibt's Frühstück zum Mittag. Hab ich hier gerade noch jemanden? Hätte noch irgendjemand rumgejault. Na gut. Dann gehen wir mal. Oh, hat der schon viel Munition? Da kommt Freude auf. Tralalala. So, links oder rechts zuerst?
Da ist offen, da sieht auch offen aus. Gut, gehen wir nach rechts. Oh. Direkt den roten Key bekommen, ohne irgendwas. Natürlich auch sehr schön. Wovon haben wir jetzt am meisten Munition? Okay, von dem mal wieder. Dann bleiben wir mal bei der AK. Ah, tja, tja. Okay, hier war es mit dem Teleporter. Oh, oh. Kommen die jetzt denn zu mir, oder? Oh, wahrscheinlich eher weniger. Okay, die kommt aber doch zu mir. Aber ich habe gerade einen getelefreckt. Das heißt, die kommen auf jeden Fall zu dem Teleporter. Na dann, kommt mal her. Kann ich irgendwie noch zum Teleporter locken? Okay. Ah doch, die kommt. Upsala. Die hat einfach nur zu hohe Schussrate, Alter. Ich nehm doch über das Ding hier. Ach, kacke. Ja. Teleportiert sich natürlich auch zurück. Ach, scheiße, die Wand dann. Was machen die denn alle? Was? Ach, diese Imps, Alter. Wie soll man das jetzt schon schaffen? Warum kommen gleich 10.000 Gegner mit einmal? Wer denkt sich so eine Kacke aus? Was? Wo denn? Ach, Mann! Ich dachte, solange ich in Bewegung bleibe, kein Problem, aber... Ich habe also die falsche Waffe ausgewählt. Keine Chance, Alter. Okay, geht das gerade? Scheint so. Dann wechsle ich mal ganz kurz die Waffe. Speichern. Wo kommt denn da runter? Freddy, mein Albtraum. What the fuck, Alter. Das kommt nur so eine Kack-Imps hier, ey. Pinkies. Aber gut, wir haben eine Shotgun. Kommt noch mehr? Was? Ja, der Go, Mann. Auf Go geht's, go. Okay, das ist der Secret-Bereich. Ob ich hin möchte, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall kann man sich hier schon verstecken. Also zumindest erstmal verschnaufen. Okay, sieht aus, als wenn wir es kurz geschafft hätten. Sehr schön. Gut, speichern. Und dann gucken wir mal. La Munition. Wir haben immerhin 200% Leben, das ist schon mal relativ gut. Warum wir das Ganze her haben. Wahrscheinlich habe ich irgendwo mal was aufgesammelt, was nicht gut für uns war. What the fuck? So, nehmen wir erstmal das ganze Zeug hier mit? Ja, ne? Doch, können wir machen. So und. Wie war denn das? Ach, so war das. Ah, das Link ist unser Leben. Ich schon wieder. Upsala, wir hatten gerade noch 15% Leben. Warte mal, wenn wir nur 50% Leben hatten, dann machen wir mal... Eben, wieso nehme ich eigentlich
Ich vergesse immer bei Call of Duty, dass ich hier meine komischen Items nehmen muss. Die Dinger. Es gibt ja keine Pickups mehr, die automatisch das Leben auffüllen. Hätte ich beinahe vergessen. Hätte ich doch. So. Boom, jetzt haben wir 200% Leben und 200% Rüstung. Das ist doch geil, oh Marco. Da brauchen wir jetzt auch wieder ganz schön viele Backpacks. Medikits meine ich doch. Vielleicht liegen hier irgendwo welche rum. Aha. Found it. Und schon haben wir wieder 5 Stück. Easy. So. Ach, hier ist auch noch eins. Gutchen, dann können wir jetzt da hingehen, wo auch immer uns das Spiel hinhaben möchte. Hier sieht es unten, glaube ich, auch noch ein bisschen dreckig aus. Welche Waffe nehme ich jetzt gerade, Alter? Hallo? Ich würde mal sagen. Kommen wir wieder hier ein bisschen Pistolenpower, ne? Oh oh. Habe ich ihn getroffen? Aua! Hä? Leck mich doch. Ich wurde gerade von irgendwas nach vorne gedrückt. Was auch immer. Aber da ist ja nichts. Ah, komm hoch. Hä? Ich hab nur gerade erwischt oder waren da gerade 2? Ja, da waren 2. Okay. Nach jedem Gegner erstmal speichern. So, den erledige ich jetzt hier mit der Pumpgun. Alles andere ist mir nur mal zu blöd. Gott sei Dank, Mann, gibt's die Pumpgun. Ich weiß gar nicht mehr, von welchem Lied das war. So, wo ist denn der letzte Imp? Pinky. Wobei, die ist ein Speck drin, ne? Okay, war doch ein normales Pinky Line. Oh oh, willst du mich verarschen? Nein, komm ich mal hoch! Okay. Wenigstens die sind hier in Call of Doom wesentlich einfacher zu besiegen als im normalen Doom. Zweimal Headshot und weg sind sie. Okay, können wir nichts mitnehmen, danke dafür. Moment mal. Gab's da nicht noch ein Secret im Secret? Nö. Ich muss mich doch erstmal wieder dran gewöhnen, hier nach Secrets Ausschau zu halten. Ne? Irgendwie durch das ganze GTA-Spielen bin ich jetzt vollkommen, was Doom angeht, verblödet. Weil GTA halt viel einfacher und viel hässlicher ist als Doom. Gibt keine Secrets,
scheiß Waffenhandling. Aber ich meine, mittlerweile bin ich ja wieder einigermaßen Doom drinne, ne? Das geht ja. So, nehme ich dich mit? Ja, komm, her damit. Ach so, ach, ich meine, das linke war Leben. Da hatte ich ja noch 190, ne? Ja, nee. Dann natürlich nicht. Das ist ja mal richtig Verschwendung gewesen. So, direkt mal wieder die Munition hier einmunitionieren. Okay, mehr nicht. So, jetzt haben wir den gelben und den roten Key. Hier waren irgendwelche. Hä? So, hier war auch noch einer drin. Gut, der letzte war umsonst, aber egal. Hier liegt ja noch genug Munition rum, von daher. Alles gut. Aber. Das ist doch immer so scheiße schnell. Oh ne, jetzt nicht hinter mir. Meine Fresse. Ach ja, hier hinter ist ja jetzt dieses direkt dieses Cyber-Demon-Dixer-Booster. Dachte mir gerade so, schieß doch! Was? Nur ein einziger? Du willst mich verarschen, aber da kann hier doch wieder zwei. Ach ja, bei Call of Doom ist es ja. Sieht die Dinge anders aus, der dritte Boss. Eben, weil normalerweise ist es so, bei Episode 1 ist das. Ist Cyber Demon als Endgegner und bei Episode 2. Und. Nee, Quatsch. Bei Episode 1 ist ein ganz anderer. Da habe ich ja diese beiden Hell Knights. Genau. Bei Episode 2 ist Cyber Demon. Und als Episode 3, als Endboss von Normal Doom, war halt Spider Mastermind. Und weil Ultimate Doom ja nur eine Erweiterung für Normal Doom war, hat man dort quasi nochmal den Endboss nochmal verwendet. Heißt also, an der Stelle ist hier nochmal ein Spider Mastermind. Das heißt, man hat quasi zweimal den gleichen Endgegner. Und deswegen haben sie es aber in so manchen Sachen halt abgeändert, dass in Ultimate Doom hier ein neuer Endgegner ist. Und zwar kennt man diesen Endgegner, glaube ich, aus Doom 64. Ich weiß nicht mal, wie das Ding heißt, irgendwas mit Mutter. Entweder Demon's Mother oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall, ja, ist das quasi der Hauptendgegner quasi. Eingeführte Doom 64 und der wurde halt von manchen Erweiterungen, wie halt ne, Call of Doom zum Beispiel, halt in Doom übernommen. Damit man halt für Episode 4 nochmal einen neuen Endgegner hat und nicht nochmal den gleichen Endgegner. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, welchen Endgegner hat man denn bei. Stimmt, bei Doom Sigil hat man wieder den Cyber Demon. Auch ein bisschen dumm. Ist aber egal. Vielleicht wird er hier auch ausgetauscht. Wobei, nee, stimmt gar nicht. Sigil kam nach Call of Doom raus, also kann Call of Doom keine Erweiterung, keine Ersetzung für Sigil haben. Die Frage ist, wie erledigen wir den? Gut, wir gehen erstmal direkt hier rein. Ja, das war super dumm. Kriege ich den erstmal rausgelockt, bevor ich da rein muss? Ja, den kriege ich rausgelockt. Sehr schön. Na komm, Alter, was machst du denn jetzt? Deine Teeparty kannst du woanders machen. So, das wäre Nummer 1. Und das wäre Nummer 2. So, jetzt müsste ich es auch schaffen, einigermaßen. Was zur Hölle? Die hat Splash-Angriffe? Will die mich splashen? What the fuck? Alter! Ronny, beruhig dich! Beruhig dich! So, dann müssen wir jetzt gucken hier. Ach, wir haben sogar eine Bossanzeige. Lull. Was?
Ah ja, okay, also genauso wie bei Doom 64, die kann mehrere Angriffe fahren. Ah, die Lenkraketen oder was? Was will die von mir? Ich wollte erstmal genüsslich die andere Seite da außen. Weißt du was, wenn sie hier so schon rumliegt, dann nehmen wir die auch mal. Wo ist denn die jetzt? Ach, die 5. Okay, die hat noch 1000 Punkte. Oh, die kann fliehen, die Alte? Was wird der los? Ah, die hat Lenkraketen. Die Alte hat Lenkraketen. Okay, konnte man auch besiegen. Nein, ich hab die besiegt, aber die hat ihn auch besiegt. Wie kann denn das sein? Ich muss erstmal hier ein bisschen Deckung suchen. Kann die Alte einfach fliegen, Alter? Was ist denn los mit der? Jawohl, ja! Jedoch! Das Schöne ist, bei dem Level beendet sich das Level nicht automatisch, wenn man sie besiegt hat, sondern da öffnet sich quasi. Habe ich gerade irgendwas gesagt? Scheiße, ich habe sie also gar nicht besiegen. Habe ich das schon besiegt? Nee, ne? Nee, noch nicht, okay. Ich würde mich gerne nochmal die andere Seite. Ah, du Scheiße. Fertig machen da. Kann ich eigentlich auch die Arena nochmal verlassen? Kann ich? Ja, lol. Gut, dann kann ich mich hier nochmal die Munition einsammeln. Jetzt merke ich gerade, hier liegt nur noch Shotgun-Munition rum. Ich hätte also auch Shotgun-Munition mitnehmen sollen. Also benutzen sollen. Jetzt habe ich natürlich alles andere benutzt als Shotgun. Ist natürlich wieder super intelligent gewesen, Ronny. Deine Dummheit ist natürlich wieder grenzenlos hier. Naja. Von der Waffe liegt hier natürlich nur schon mehr Munition rum. Du willst mich doch verarschen. Dass ich auch immer die Waffe nehme, von der am wenigsten Munition rumliegt. Ach, leck mich doch. Gibst du mal bitte den Weg zurück? Ach, da. Bin ich nicht wieder da. Lass mich durch, ich bin Arsch. So, hier ging's ja rein. Sehr schön. Naja, immerhin 180 von, ich weiß gar nicht wie viel. Okay, 180. Hä? Hab ich gerade 180 von 180 gesagt? Bin ich dumm oder so? Also 130 von 180. Oh! Achso, siehst du, wir können auch wieder ein paar Medikits hier verwenden. Andererseits, warum eigentlich? Scheiß mal vor. Eigentlich die Secret? War mir irgendwie so. Tja, also viel mehr Munition bekommen wir leider für die Waffe nicht mehr. Schade eigentlich. Okay, wir kommen auch nicht mehr zurück. Na gut, der muss halt so erreichen. Ach, die hat sich wieder geschossen. Wir werden erwartet. Okay, das klappt. Okay, noch ein Treffer und sie ist weg. Die Alte. So, speichern wir nochmal. Was machen die jetzt so?
So, und wir können jetzt ins nächste Level gehen. Change Map. Richtig geschrieben, ich hoffe doch. E5 M1. So, na dann. Willkommen in der ersten Map von Doom Sigil. Ja, sehr schön. Na dann, bis dann. Tschüss.